Einen wunderschönen. Ja, wir kommen zu einem, ja, nennen wir es mal angespielt, ein Kickstarter-Projekt, was mir doch ins Auge gefallen ist, als ich darüber quergelesen habe. Und zwar ist es That Day We Left. Dieses Spiel ist, wie soll ich sagen, man sieht es vielleicht im Hintergrund, angehaucht, beziehungsweise hat seine Ursache in der Krise in Syrien. Und es geht vorrangig darum, ein realistisches Bild von politischen und humanitären Gründen von der Flüchtlingskrise darzustellen, und zwar aus Sicht der Flüchtlinge. Und ich denke mal, das ist ein Thema, das sehr viele natürlich auch echauffiert, sehr viele interessiert, sehr viele Menschen sind daran beteiligt, zu helfen und zu unterstützen. Und was in solchen Kriegsgebieten stattfindet, ist, das wünscht man keinem, wirklich keinem, und sollte man auch keinen wünschen. Und ich möchte persönlich nicht in einem Krisengebiet leben, in ständiger Angst, dass irgendetwas mit meiner Familie, mit mir selber passiert, oder mit anderen Menschen, ist es vollkommen egal. Und um es vorweg zu sagen, ich finde es einfach traurig, wenn auch Menschen hierzulande, die so etwas zum Glück niemals ansatzweise erleben mussten, der Meinung sind, das wären vielleicht noch überspitzt gesagt Wilde, kommen hierher, um vielleicht das System auszunutzen. Die haben auch Wirtschaft gehabt und sie haben auch Elektronik, elektrischen Strom und alle möglichen Vorzüge. Und deswegen gibt es Handys und Co. und hast du nicht gesehen, und die einzige Möglichkeit zu kommunizieren. Und vielleicht hilft dieses Spiel, was ich selber noch nicht gesehen habe, diese Demo im Detail bis auf dieses Menü, dabei etwas mehr humanistisch zu denken und zu verstehen, was ja für eine Rolle dahinter steckt und welche Beweggründe da sind. Ansonsten einen wunderschönen auch in die Kamera. Ich mache das heute mal mit einer Cam. Ich weiß nicht, was mich erwartet, und ich möchte gerne sehen, später im Nachhinein, wie meine Reaktionen sind. Ich werde ab und zu hier vielleicht noch ein bisschen rumschwenken, gucken, ob die Aufnahme funktioniert. Deswegen, wir starten ein neues Spiel. Und es ist, wie gesagt, die Demo. Oh. Auto kaputt. Nasir. Nichts. Verdammt nochmal nichts. Das Auto will nicht weiter und bringt uns auch nicht weiter. Der Motor ist tot. Wir müssen den ganzen Weg selbst laufen. Durch dieses gottverdammte Land. Fatima. Ich hab dir doch gesagt, dass das Auto eine schreckliche Idee war. Es ist das zweite Mal schon, dass das Ding kaputt gegangen ist. Wir hätten mit dem Bus fahren sollen. Na klar, um ausgeraubt zu werden oder in den Knast gesteckt zu werden beim nächsten oder erstbestmöglichen Checkpoint. Ask about the car. Wer sind wir eigentlich? Wir sind wahrscheinlich die Person hier mit der Binde. Nach dem Auto fragen, sag etwas Aufmunterndes. Die Karte prüfen, nichts sagen. Ich glaube, das Auto brauchen wir hier nicht weiter. Guckt euch das auch an hier. Etwas Aufmunterndes. Rashid. Wir wussten von vornherein, dass irgendwas in der Art passieren könnte, und wir haben uns darauf vorbereitet. Nee, es ist er hier. Wir werden den Rest des Weges laufen und den Menschen treffen, von dem ich erzählt habe. Alles wird toll werden oder wird gut werden. Heda. Wir sind in der Mitte von nirgendwo. Es wird uns nicht gut gehen. Nun, wir haben aktuell, oder derzeit haben wir noch sehr viel an Essen und Wasser, und wir sind nicht wir sind nicht weit entfernt von unserem Ziel. Ask about the car, check the map. Wir fragen, wir werden mal die Karte überprüfen. Gemäß der Karte sind wir auf halbem Weg dorthin. Wir können es auch schaffen ohne das Auto. Verdammt nochmal, wollen wir wirklich oder ernsthaft für die nächsten Tage dorthin laufen?
Wir sind auf dem halben Weg. Es wird auch nicht schneller gehen, wenn wir jetzt umkehren. Und an dieser Stelle wäre es auch blödsinnig, das zu tun. Wir haben nicht alles geopfert, nur um beim ersten Rückschlag anzuhalten. Gott wird uns Stärke geben, um weiterzukommen. Wollen wir nach dem Auto fragen? Ja. Was ist denn passiert? Ich dachte, es wäre alles repariert worden. Ja, wurde es, oder ja, habe ich. Aber es war eben halt nur eine temporäre Flickelei. Irgendwas ist innerhalb des Motors kaputt gegangen und ich kann es nicht reparieren. Wir brauchen Geld und Zeit. Und wir bräuchten auch eine Werkstatt. Ich kann hier nichts mit Steinen und Staub anrichten. Okay. Lass uns unsere Sachen zusammen sammeln und diesen Ort verlassen. Wenn wir hier noch mehr Zeit... Zeit, die wir hier verschwenden, könnten wir auch schon ins Laufen stecken und dabei könnten wir noch miteinander reden. Wie lange müssen wir denn laufen? Fragt das Mädchen. Tja. Wir müssen noch die Hälfte durch unser Land und das ist lang. Skull Tada. Tell Nisha the truth, focus on getting away, tell Nisha a half-truth. Wir werden ihr eine Halbwahl, hier ist jetzt eine Entscheidungsmöglichkeit. Was erzählen wir dem Kind, Nisha? Ist gut, Hader ist, Hader zurückpfeifen oder so ähnlich, ne? Nisha die Wahrheit erzählen, uns darauf fokussieren, wegzukommen. Wir werden ihr die Halbwahrheit erzählen. Es ist nicht so viel, wir haben schon einen weiten Weg zurückgelegt. Wir werden nur noch für ein paar Tage laufen müssen. Wir haben ansonsten keine andere Wahl, oder? Genau, so ist der Plan, so machen wir es. Wir sollten jetzt gehen, es gibt keine Zeit zu verlieren mit sinnlosen Geschnatter hier. Wir können auch nicht den ganzen Kram mitnehmen, wir müssen etwas hier lassen. Also sprich, das ganze Gepäck darf nicht oder kann nicht mitgenommen werden, wie auch. Ist ja alles Ballast. Ich überprüfe den Kofferraum und wir sehen, was wir mitnehmen können oder was nicht. Was ist mit dem Geld? Wir benötigen eine Menge davon, wenn wir es mit dem Laufen schaffen. Wir haben 5000 Dollar, das sollte ausreichend. Hoffen wir es. Sag uns, wenn wir fertig sind und gehen können. Okay, jetzt können wir hier aktiv steuern. Wir können das Auto überprüfen, das müssen wir auch. Wir können jetzt mit den Leuten sprechen. Wie gesagt, das ist ein Prototyp. Das ist nicht das finale Spiel. Wir werden es niemals bis Europa schaffen. Wir werden es niemals schaffen, hier aus dem Land zu kommen. Wir hätten niemals unser Zuhause verlassen sollen. Konfrontiere ihn. Jetzt hör endlich damit auf. Es wird Tage dauern, vielleicht Wochen, bis wir unser Ziel erreichen. Du kannst dich nicht die ganze Zeit so verhalten. Es ist nicht gut für irgendjemand von uns und auch nicht für die Moral. Ich sagte doch schon, ich wollte unser Zuhause nicht verlassen. Zumindest nicht auf diese Art und Weise. Wir hatten nicht einmal die Chance, to mourn for mom. To mourn, zu trauern. Sie haben ihre Mutter verloren. Sie hatten nicht mal die Chance, die Mutter zu betrauern, den Tod der Mutter wahrscheinlich. Empathize and antagonize, also sprich empathisch reagieren. Ich weiß, es ist hart, aber es wird noch harder. But it doesn't have to be harder. Es muss nicht noch härter werden. Wir vermissen alle unsere Mutter. And we all have our regrets and doubts. Wir haben alle unsere Zweifel. Regret und Schuld? Ich glaube ja. Also Doubts sind die Zweifel. Aber das ist das, was sie wollte. This is what we all thought would be safer for. Und das ist das, was wir alle dachten, was sicherer für unsere Familie ist. Wir lassen unser altes Leben hinter uns und wir. But we are leaving for a good reason. Aber wir lassen es aus gutem Grund hinter uns. Fine, whatever. Okay, wie auch immer. Das war nicht überzeugend. Wir werden jetzt erstmal ins Auto gucken.
Das Auto hat angefangen, seltsame Geräusche zu machen, und zwar schon vor einer Weile. Nasir has already tried to fix it. Nasir hat schon versucht, es zu reparieren. Aber dieses Mal kann er nichts tun. Das Fahrzeug ist kaputt. Und you have to make your way to Osa's contact. Kusei. Ja, das Auto ist jetzt kaputt und wir müssen jetzt wirklich den langen Marsch antreten, um den Kontakt zu erreichen. Take the supplies. Es wird einige Zeit dauern, oder es dauert einige Zeit, but you manage to gather the essential supplies. Aber wir haben eben halt die essentiell wichtigen Supplies, Unterstützung, also Essen und solche Sachen. Okay, das haben wir. Wir haben hier sogar. Wir haben Trinken und Essen, 15 Rationen. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Können wir das anklicken? Nee. Leider nicht. Das sind jedenfalls die wichtigsten Sachen, die wir jetzt hier haben. Okay. Reden wir mit Fatima noch. Sammle alles das zusammen, was wir brauchen, und lass uns verschwinden. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich schätze, es ist schon zu spät, um nochmal darüber nachzudenken, oder? Ich habe euch allen gesagt, dass das niemals funktionieren wird. Aber wie ich sagte, es ist zu spät für eine weitere Meinung bzw. weitere Gedanken, um das nochmal durchzugehen. Go away. Wir haben ja echt keine Möglichkeit, oder? Haben wir noch mit Nisha was? Nisha ist unsere Tochter. Und vermutlich auch... Ja, unser Sohn. Daddy, wenn wir wirklich die ganze Zeit, die nächsten Tage laufen, dann sorge dich nicht um mich. Ich werde uns nicht abbremsen. Was ist du los? Ups, ein Fehler ist passiert. Der Crash Reporter. Schade. Moment. Wie gesagt, das ist ein Prototyp. Ich starte den gleich nochmal neu. Mal gucken, der müsste jetzt gleich anspringen. Aber es zeigt zumindest schon mal die Anfänge. Da steht es auch nochmal, ein Early Alpha Prototype. Es zeigt zumindest die Anfänge. Warum? Okay, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich nochmal durchklickern. Und es gibt scheinbar kein Speichersystem. Zumindest möchte ich gerne aus dem ersten Screen noch rauskommen. Das sind die Texte, die wir eben hatten. Encouraging hatten wir. Ich werde es versuchen, auch so nachzustellen. Check the map. Okay. Ask about the car. Okay, end. Wie lange sprechen wir? Wir sagen die halbe Wahrheit. Sprich, wir flunkern ein bisschen. So, dann haben wir mit Helder gesprochen. Konfrontiere ihn. Ich habe dies erzählt. Wir sind natürlich bei ihm. Wir können fühlen, wie er sich fühlt. So, dann... Nehmen wir die Supplies mit. Okay, jetzt haben wir sie. Wir haben noch mit Fatima gesprochen. Mal gucken. Ich hoffe mal nicht, dass das nochmal abstürzt. Mit Nisha haben wir gesprochen. Okay. Don't worry. You don't have to worry about it. We get there safe and fast. Wir werden schnell und sicher dort ankommen. Na klar, weiß ich, dass es so sein wird. Wir gehen jetzt. Seid ihr jetzt bereit? Ja, wir sind jetzt bereit. Lasst uns losziehen. Okay, dann. Let's just try not to overburden ourselves for now, otherwise we get us lost. Also wir sollten uns jetzt nicht überfordern, denn ansonsten sind wir ausgepowert. Das ist zu schnell. Und die Reise in eine sichere Zukunft beginnt. Fuck. Was ist jetzt? Ein Militär-Checkpoint. Sie suchen nach Leuten, sie durchsuchen die Leute, die hier passieren. Wir haben nichts zu verbergen. Warum bist du besorgt? Wir kommen näher zu einer der heißesten Gegenden in dem Land. Oder hottest wahrscheinlich im Sinne von kriegerisch-kämpferisch. They're probably in desperate need of men. Sie suchen wahrscheinlich Männer, die rekrutiert, zwangsrekrutiert werden zum Kämpfen. Wir sind alt, aber Heda ist jung. Und sie werden ihn möglicherweise rekrutieren, und wenn nicht, sogar mit Gewalt. Let them try, I'm not going to join those fascists. The moment they give me a gun, I kill them all. Okay, lass es sie versuchen. Ich werde nicht diesen Faschisten beitreten. In dem Moment, wo sie mir eine Knarre geben, werde ich sie alle töten.
Wenn es so einfach wäre. Wenn es so einfach wäre, hätten die Rebellen schon längst den Krieg gewonnen. Wir können nicht riskieren, pressganged. Also sprich, erpresst zu werden oder mitgenommen und also ihr versteht schon, was ich meine. Ja, was können wir tun? They're not taking my son. Sie werden nicht meinen Sohn nehmen. Are you sure? What can we do? Wie können wir das umgehen? Es ist zu spät, um jetzt wegzugehen. Wir sind schon zu dicht dran. We have to hide Hader or pretend he's unable to fight. Wir müssen ihn entweder verstecken oder ihm vorgaukeln, dass er nicht in der Lage ist zu kämpfen. Sie haben uns längst schon gesichtet. Deswegen sollten wir schnell mit einer Lösung kommen. Und zwar jetzt. Lasst sie sehen, wie begierig ich bin, zu kämpfen. Und ich werde ihnen das geben, was sie verdienen. Sohn, das wäre der dümmste Weg, um zu sterben. Komm jetzt langsam runter und spiel mit. Okay, ich würde sagen, was wir hinkriegen, wir können ihn als Frau verkleiden. Können wir das? Lass ihn wie eine Frau verkleiden. Fatima, könntest du ein paar deiner Klamotten, deiner Kleidung uns geben? Was? Ich werde mich nicht wie eine Frau kleiden. Du wirst es tun oder und du wirst es jetzt tun. Sie kommen schon hierher und prüfen uns, wenn wir zu lange hier rumstehen. Ich weigere mich, ich würde lieber sterben oder getötet werden. Tu es. Wir können nicht riskieren, gekidnappt oder getötet zu werden. Dein Leben ist wertvoller als ein paar Minuten of humiliation. Also. Okay, er tut es, so wie es aussieht. Hoffentlich. Oder? Wir sind endlich da, oh Gott, bitte hilf uns. Ich kann nicht glauben, dass ich diese Kleidung trage. Screw you all, ist kein freundliches Wort. Wir sollten diese Faschisten bekämpfen. Wir sind nur drei und wir könnten sie leicht überraschen. Halt jetzt deine Schnauze. Ein Soldat kommt jetzt gerade vorbei. Alles wird gut werden. Einfach ruhig bleiben und nichts tun. Beziehungsweise nichts Dummes tun. Das ist einfach für dich gesagt. Ich bin der, der wie eine Frau gekleidet aussieht. Oh, da kommen noch mehr. Halt jetzt den Mund und beruhige dich. Ja, wir müssen alle Opfer leisten. Ja? Es ist jetzt nicht die richtige Zeit. Do it for the rest of us. So, und ich weiß, dass es, ich kann es jetzt nicht übersetzen, das Wort, aber du musst verstehen, dass es für unser aller Wohl ist. Wir könnten sonst eingesperrt werden oder noch schlimmer. Gut, du hast gewonnen, aber denke nicht, dass ich es mag. Du solltest dankbar sein für das, was ich jetzt für euch tue. Wir sind es, Hader. Nun beruhige dich bitte. You're attracting the attention. Du ziehst ihre Aufmerksamkeit auf dich. Können wir jetzt was tun? Es ist jetzt Zeit, dass wir durchsucht werden, schätze ich mal. Hader, bitte tue nichts Dummes. Du, komm hierher. Einer nach dem anderen. This is ridiculous. Musst dich beruhigen. Es wird bald vorbei sein. Einfach weitermachen. Das, was ihr zu tun habt, ist einfach ruhig bleiben. If you draw the attention, we'll be in trouble. Wenn ihr die Aufmerksamkeit auf euch zieht, werden wir in Gefahr sein. Oh Gott. Wird es ihre Aufmerksamkeit ziehen, wenn ich Mascara herausnehme? Ah, nicht schon wieder abgestürzt. Oh, bitte. Bitte. Ach, verdammt. Schade. Gehen wir das doch mal so weit hin? Das scheint ein Zeitproblem zu sein, oder? Ich starte das noch einmal kurz. Kleinen Moment. Ich hoffe mal, dass wir zumindest einige Sachen sehen werden.
werde mich jetzt so schnell durchklicken und hoffe, dass es klappt. Wie gesagt, Early Alpha Prototype. Und wir sollten dort vielleicht doch die ein oder andere Unterstützung diesem Spiel gewähren. Denn ich denke, es ist sehr aufschlussreich, was wir dort erleben und in Erfahrung bringen können, weil wir können es halt nicht. Wir können solche Sachen nicht. Wir klicken uns schnell mal durch. Check the map. Ich werde es jetzt nicht hundertprozentig nachstellen können, was welchen Weg wir gegangen sind. Ich hoffe, dass er ähnlich sein wird. Drive-through, okay. So, okay. Wir werden dann mit unserem Sohnemann sprechen. Okay, empathize. Okay. Dann durchsuchen wir das Auto. Das haben wir. Mit Nisha, mit ihr brauchen wir jetzt nicht sprechen. Hier werden wir bloß sagen, dort, weil sie erzählt nur. Und dann gehen wir los. Okay. Ich hoffe, das klappt. Wir schauen mal. So, okay, da ist jetzt Wache. Ich hoffe, ich kriege alles zusammen. Was können wir tun? Wie eine Frau. Tu es. Haben wir ihn erstmal gezwungen. So, jetzt bin ich gespannt. Good for the rest of us war das, ne? So, jetzt werden wir rangezogen hier. Genau, will stop whining, hör auf zu heulen, come on, just a little longer, think for of the future, genau. Do you want it to be taken away, put it into one of the prisons? Willst du wirklich mitgenommen werden, willst du im Gefängnis landen? Wir alle wissen, dass du das nicht möchtest. Ach, lass uns endlich die Sache hier beenden. Ich bin müde von der ganzen Sache. Das ist genau der richtige Geist. Was geschafft? Und der nächste noch. Okay, der kann wieder zurück. Kommen wir rüber. Wir sind fast fertig. Nur noch einige Minuten. Sie werden uns passieren lassen. Wir haben nichts Falsches getan. Papiere bitte. Ach du Scheiße. Toll. Na super. Und er ist jetzt als Frau verkleidet. Wir haben keine Papiere. Hier sind sie. Ist wahrscheinlich verkehrt. Lass uns sehen. Nisha, Fatima, this is going to expire soon. You better do something about it. Nisha und Fatima, die Papiere verlieren bald ihre Gültigkeit, weil abgelaufen. Wir sollten was dagegen tun. Ich weiß. I'm going to make a new one soon. Wir werden bald ein neues machen. Ja, ja. Jeder sagt das. Wo ist der Sohn und wer ist diese Frau? Well, actually. Also nun gut, ja. Jetzt fliegt's auf. Scheiße. Ich bin sowas von müde. Oh Gott. Oh oh. Faschistisches Schwein. Zeig mir, what can you do? Zeig mir, was du tun kannst. Zurück, du, Okay. Die schnelle Entscheidung, die man treffen musste, Scheiß Entscheidung gewesen. Ich hab an die Papiere nicht gedacht. Das heißt, wir müssten jetzt gucken. Wir starten jetzt an dem Checkpoint davor, also sprich an dem Speicherstand. Wir müssten jetzt gucken und schauen, dass, ja, ich glaube, den geistigen Zustand zu verändern oder vorzuspielen. Let's pretend he's mentally ill. By crippled, glaube ich nicht. Machen wir das.
Heda, du musst täuschen, dass du eben halt geistig behindert bist. Was? Wie soll ich das anstellen? Der Plan ist blöde, nicht ich. Was für eine dumme Idee. Es kann funktionieren. All you have to do is act your part and let us handle the talking. Du musst dich eben halt nur, musst nur deinen Teil spielen und wir übernehmen das Reden. Wir beeilen uns besser. Wir können hier nicht ewig stehen bleiben. Los, tu es, mein Sohn. Wir können nichts nicht riskieren, gekidnappt oder getötet zu werden. Spiel einfach deine Rolle und wir machen den Rest. Okay, aber ich werde mich an den Tag erinnern. Du kannst dir sicher sein. Das negative Auswirkungen dann hat auf uns? Ach Gott. Okay, Fatima, wir sind jetzt da. Oh Gott, bitte hilf uns. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Wir sollten diese Faschisten bekämpfen. Sie sind nur drei. Wir könnten sie leicht überraschen. Hätte jetzt den Mund die Soldaten kommen. Das hatten wir schon. Sei einfach ruhig und tu nichts Dummes. Ja, ich glaube, Humilität ist sowas ähnliches wie ich bin derjenige, der sich hier zum Narren macht. So, tu es für den Rest von uns. Ich hoffe, das Spiel stürzt sich gleich wieder ab. Jetzt kommt wieder die Überprüfung. So, jetzt werden wir überprüft. So, hör auf, denk an die Zukunft. Das hatten wir vorhin auch. Ich denke mal, an den Texten wird sich nicht viel ändern. Komm, alle durchsuchen. Fatima. Das Spiel selber ist für Mac und Windows zur Verfügung aktuell, also sprich die Early Alpha Build, und befindet sich noch 20 Tage im Kickstarter. Also ich werde definitiv noch die Links runtersetzen in den Kommentaren. Beziehungsweise nicht im Kommentar unter das Video, wohlgemerkt. Und es würde mich mal interessieren, was ihr von dem Spiel haltet. Also ich denke mal, dass das wirklich lohnenswert ist. Weil hier teilweise... Okay, jetzt kommen wir... Ich hoffe, das klappt. Das Spiel stürzt sich ab. Wir sind fast fertig. Wir haben nichts Falsches gemacht. Sie lassen uns durch. Papiere, bitte. Hier sind sie. Wir sind nicht in neuer Kombination. Okay, er wird wieder anmeckern, dass die Papiere eben halt bald abgelaufen sind. Und wir sollten uns darum kümmern. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wir machen bald neue. Ja, ja, das sagt jeder. Okay, everything seems to be in order, you can pass. Dankeschön. Los, lass uns gehen. Lass uns rübergehen. Okay. Damit hätten wir da den Punkt geschafft, das ist schon mal super. So, und werdet ihr jetzt alles ignorieren, was passiert ist? Ich musste mich blöd anstellen vor ihm. Ich habe mich eben halt dumm gestellt oder selbst geopfert, wie auch immer, um jeden seinen Hinter zu retten. Und ich werde dafür, oder ich kriege nicht mal dafür ein Danke. Du hast das. Nein, Moment. Du hast das getan, was du tun musstest. Wäre es schöner gewesen oder besser gewesen, wenn du getötet oder gekidnappt worden wärst? Hey da, natürlich sind wir dir dankbar. Es gab keine andere Wahl und du hast auch dich selbst geschützt damit. Wir hätten einen anderen Weg finden können. Wir hätten sie bekämpfen können. Aber das Einzige, was du getan hast, war es, mich in diese Sache hineinzuschubsen. Bin ich nicht jung und Major? Major ist ja, habe ich jetzt da nicht drauf. Why do I suddenly have to be responsible for everyone when it is the easiest choice for you? Warum muss ich denn jetzt verantwortlich für jeden sein, wenn es die einfachste Wahl für dich ist? This is our life, we are all grateful. You're right. Wir sind alle dankbar, ne? Wir sind alle dankbar für das, was du getan hast. It's just that it's not over yet. Es ist immer noch nicht zu Ende. Wir haben noch einen langen Weg vor uns.
nimmst meine Dinge, die ich tue, immer für gegeben hin. Du behandelst mich wie ein Kind oder ein Werkzeug, nicht als ebenbürtig. Before earning some respect, you should start respecting your family, the people older and wiser than you. Okay, bevor du selber Respekt bekommst, solltest du anfangen, Respekt deiner Familie gegenüber zu haben. Die Leute dort sind nämlich älter und weiser als du. Wenn ich mich so verhalten würde, hätte mein Vater mich schon längst geschlagen. Rashid, are you going to keep your son under control oder what? Also wirst du deinen Sohn unter Kontrolle halten oder was wirst du tun? Er ist hitzköpfig und disrespektvoll, also sprich nicht respektvoll. Ich habe Fatima immer gesagt, du und Asha seid zu weich mit ihm gewesen. Das ist wahrscheinlich der Vater von uns, also der Opa. Du wagst es, meine Mutter in diese Sache reinzuziehen, du Arschloch. Shut up, Nasir. Calm down, Hader. Stop it immediately. Alle beide. Wir müssen zusammenhalten, nicht kämpfen. Ich laufe hier nicht den Rest des Tages mir euch beide. Ich laufe nicht den Rest des Tages, um euch beiden mit Banalitäten vorwerfend zuzuhören. Ja, wir haben immer noch einen halben Tag mit Laufen vor uns. Lasst uns einfach laufen. Okay, aber hör mich an, Rashid. Eines Tages wirst du es bereuen, being so forgiving, dass du so voller Vergebung bist, wahrscheinlich dem Sohnemann gegenüber, dass wir das tolerieren, was er da macht. Und wir sitzen am Lagerfeuer. Das ist die Nachtzeitphase. Here you will assign provisions and special supplies to the group. Also hier verteilen wir dann Nahrung und Co. Wir sind auch in der Lage, hier mit den anderen Charakteren zu sprechen. Select how much food your group is going to consume tonight. Lots of food, more than necessary, a meager meal, a good meal, just crumbs, nothing. Wir werden ein gutes Mahl essen. Wir haben 15 Einheiten, wenn ich mich nicht irre. Megameal. So, die Zuteilung ist erfolgt. Nisha. Deine Tochter. Examine her. Nisha behauptet gern, dass sie stundenlang, ohne sich auszuruhen, gehen und laufen kann. Aber du weißt genau, dass es nur eine Fassade ist. Gerade jetzt muss sie verdammt oder sich stark anstrengen, um ihre Augen offen zu halten. Damit sie eben halt nicht schließen und sie in den Schlaf dann verleiten lassen. Wir sprechen mit ihr. Nisha. Liebling. Du solltest wirklich dich ausruhen und schlafen. Warum? Du musst nichts vortäuschen. Du musst dich vortäuschen, dass du müde bist. Auch für uns Erwachsene oder selbst wir Erwachsene müssen uns ausruhen. Okay. Aber was ist, wenn sie dich wegnehmen in der Nacht? Wer? Wer sollte denn mich wegnehmen? Die Leute, die Mom mitgenommen haben. Es ist auch dann passiert, als ich nicht hingesehen habe. Tante Fatima sagte, das waren böse Dämonen. Nisha, da ist nichts zu befürchten. Wir sind sicher hier und wir sind sicher zusammen. Nichts kann uns irgendetwas anhaben. Ich werde auf dich aufpassen, während du schläfst und werde die Engel fragen, dass sie uns vor den Dämonen beschützen. Wie klingt das? Danke, Dad. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Gute Nacht, Sweetheart. Okay, Heda. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Hader, Yusuf, dein Sohn. Gucken wir uns an. Hader, dein ältester Sohn. Er ist ein bisschen hitzköpfig, wie viele andere in seinem Alter. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich weiß nicht.
Ich denke, ich werde niemals wieder okay sein. Wir laufen ins Unbekannte hinein. Mutter ist nicht mehr unter uns. Und wir selbst wissen nicht mal, ob wir es schaffen zu überleben. Ich denke nicht, dass ich okay bin. Ich bin am Leben und gesund. Aber es ist nicht genug. Ich kann deine Ängste verstehen. Wir sind alle verstört und erschrocken über das, was passiert ist und was passieren wird. Du musst dich deswegen nicht schlecht fühlen. Ich bin nicht ängstlich. Ich finde das alles nur hoffnungslos. Ja, ich beschwere mich immer, ich weiß. Aber gerade jetzt kann ich keinen Grund finden, um glücklich zu sein oder Hoffnung zu haben oder einfach nur zu glauben, dass wir einen Fehler gemacht haben oder Fehler machen. Ah nee, ich kann keinen Grund finden, glücklich zu sein, denn ich bin in der Meinung, dass wir einen Fehler gemacht haben oder hoffentlich keinen Fehler machen werden. Oder um präziser zu sein, du hast einen Fehler gemacht. Niemand hat mich nach meiner Erinnerung gefragt. Und da ist das Spiel leider wieder abgestürzt. Es tut mir leid. Entschuldigung, es tut mir leid an der Stelle, dass das Spiel immer abstürzt, aber wie gesagt, es ist eine Alpha. Vielleicht gibt es nochmal eine neuere Fassung, die Tage. Vielleicht liegt es auch einfach an meinem System. Ich will es gar nicht ausschließen. Vielleicht liegt es auch an OBS, was gerade aufnimmt. Nichtsdestotrotz, ladet es euch runter und ja, spielt es in Gänsefüßchen, erlebt das Spiel. Denn ich denke mir mal, dass es, ja, wie soll man es am besten ausdrücken? Tiefe Einblicke in die Geschehnisse, in die Gefühle von den Menschen, die auf der Flucht sind. Nicht nur jetzt so speziell in Syrien, sondern auch in anderen Ländern. Und dass es nicht darum geht, dass es Menschen sind, die sich irgendwo breit machen wollen oder irgendwelche Systeme ausnutzen wollen, sondern sie wollen schlichtweg auch ihren Frieden haben, wie alle anderen auch. Und sind mit Sicherheit auch Menschen, die, wenn alles wieder in Ordnung ist, auch in ihre Heimat zurück wollen. Dort, wo sie herkommen, wo sie aufgewachsen sind. Denn so geht es, denke ich mal, jedem Menschen. Man möchte dorthin, wo man sich zu Hause fühlt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Spiel unterstützen würdet auf Kickstarter. Wie gesagt, den Link dazu packe ich in die Beschreibung rein. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns dann in einer anderen Folge, in einem anderen Video, in einem anderen Let's Play, in einer anderen Vorstellung wieder hier auf meinem Kanal. Bis dahin, euer Firefox.